Der Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hat sich bei einem Skiunfall in den französischen Alpen schwer am Kopf verletzt. Einigen Berichten zufolge befindet sich der siebenmalige Weltmeister in Lebensgefahr. Nach seinem Sturz wurde Schumacher zunächst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Moutier geflogen. Von dort wurde er in eine Klinik in Grenoble gebracht. Der Klinikleiter Jean-Marc Grenier gab während der Nacht Auskunft über den Zustand des Patienten. Er hat eine schwere Schädelverletzung erlitten und liegt im Koma. Nach seiner Einlieferung wurde umgehend ein neurochirurgischer Eingriff vorgenommen. Er befindet sich weiter in einem kritischen Zustand. Schumacher war am Sonntagmorgen beim Skifahren in Miribel gestürzt und mit dem Kopf auf einen Felsen aufgeschlagen. Der Leiter der Skistation berichtete, unmittelbar nach dem Sturz sei er noch bei Bewusstsein und ansprechbar gewesen. Michael Schumacher hatte vor einem Jahr Abschied von der Formel 1 genommen.